Na, wie geht's? Ich bin heute richtig motiviert, das Video zu drehen, denn heute geht's um ein bestimmtes Thema. Wir machen wieder eine Reaction, denn letztes Mal kam das sehr, sehr gut bei euch an. Und deswegen dachte ich mir diesmal, wir machen eine Reaction auf alte Videos von mir. Ich bin motiviert, ich hoffe ihr auch. Also heißt es wieder, Kopfhörer auf, let's go. Gucken wir hier erstmal in die Kommentare. Silas Werger, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Dann ist Sadie hier, Copyright. Icemonster, das war heftig früher. Das ist ein YouTuber mit, weiß ich nicht, über 50.000. Ja, wenn du mir das sowas hier anguckst, dann ist es doch ganz okay gewesen. Ja. Ja, ist schön. Nice. Amazing. Meine Stimme. Alter, ungefähr so. Ja, wenn du dir sowas anguckst, dann ist es doch ganz okay gewesen, ne? Ey, man muss schon sagen, ich habe ja wenig das Gefühl, dass meine Stimme sich ändert. Aber wenn ich mir das Video angucke... 3 Jahren fast. Ja gut, 3.10., 2,5 Jahre. Also, ich konnte ja lange nicht bauen, ne? Aber das... Was ist das? Komm mal, it's amazing, Alter. So, du hast Bett, wenn ich es im Anzug gebaut. Ey, das ist... Oh mein Gott, das ist... Hey, sieht ja mega krass. Alter, die guten alten Zeiten. Halleluja. Ich find's gut. Du findest gut, okay, ich fand's scheiße. Wir sagen echt, wir gucken hier die Fußball-Challenge nochmal, Fabian. Und der einzige Kommentar von Cedric. Oh, mit der Legria früher noch. Oh mein Gott, waren das Zeiten. Die Legria früher, die Legria. Natürlich ist Sony von der Qualität her um einiges, um Welten besser. Aber die Legria, das waren Zeiten, ey. Das hast so ein kleines Ding gewesen und damit konntest du alles aufnehmen. Aber der Schuss, ich hab mich dafür früher so gefeiert, ne? Der war so scheiße. Diese Effekte. Junge, Fabian sah ja früher komplett anders aus. Wir gehen jetzt mit der ersten Challenge. Oh, Connor, Alter. Oh. Dann ist der Ball kaputt gegangen, das weiß ich. Ich weiß noch alles genau. Alles. Erstmal hier der Ball. Ist natürlich, oh, das war ein schöner Ball. Noch ganz voll. Die, hört man noch? Ne? Aber so nett wir natürlich sind, haben wir natürlich von der F-Jugend versucht, uns einen neuen Ball für euch zu engagieren. Nein, was ist ein Fidget Spinner? Oh mein Gott. Eines der Hypes 2017. Aber zu was ist so ein Ding eigentlich gut? Fidget Spinner. Eines der Hypes 2017. Da bin ich wieder. Alter, wie früher mal alle dachten, dass das der Hype wird. Ich dachte das ja auch. Und im Endeffekt juckt das einfach heute kein Schwein mehr. Nun dreht er sehr schnell. Man kann ihn drehen, wenden. Und er wird trotzdem irgendwie nicht langsamer. Die teuren 10 bis 40 Euro und aufwärts drehen so 6 bis 8 Minuten. Und die günstigeren weniger. 3 bis 4 Minuten. Mit dem Fidget Spinner kann man verschiedene Tricks machen. Zum Beispiel auf der Nase oder einen Finger balancieren. Oh, es hat kurz geklappt, es hat kurz geklappt. So, jetzt gucken wir mal uns das sogenannte Video an. Wenn ihr euch das selbst angucken wollt, einfach das eingeben. Oh, ich hoffe, es gibt das Video noch. Ja, es gibt das, es gibt den Kanal noch. Das war mein erster YouTube-Kanal. Nur 41 Sekunden lang ist. Es ist 3 Jahre her und hört einfach mal rein. Hey Leute, willkommen. Leute, willkommen. Es ist wieder Hashtag Primetime. Und ja, es hat auch mit Grund. Und zwar mein YouTube-Account wurde... Junge, mein Hintergrund. Alter, grün. Okay, Leute, das war heute wieder genug React. Schreibt mir doch bitte einfach mal in die Kommentare, worauf ich wieder reacten könnte. Was meine Idee wäre, wäre zum einen Familie Ritter. Die sind absolut lustig. Eine Hilf-mir-Folge. Oder irgendwie sowas. Oder ganz andere Richtung. Auf einen YouTuber, zum Beispiel Montana Black. Aber ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann haut rein. Es ist wieder Hashtag Primetime, Leute. Und ab geht's. Tschüss.